Ja, ich werde. Ja, ich weiß aber nicht, wie ich hier rauskomme, Mensch. Würde ich entscheiden, ginge es schnurstracks. Haha. Pass auf, ich sag. Oh. Ergib dich! Du hast das Gesetz gebrochen und wirst verhaftet. Und wir dann. Würde ich entscheiden. Verpiss dich oder ich trete dir in den Arsch. Toll. Ich hoffe. Aber nur 22 Stunden, okay, das geht. Aber, oh, Alter. Ich wollte einfach nur noch da raus. Ich habe nicht mehr gewusst, wie ich rauskomme. Die Mönche sind richtig hinterlistig, wisst ihr das? Das hier könnte man jetzt aber echt so vorspulen, dass es Wurst ist. Ekelhaft. Ich weiß halt eben, hat mir das Zeug alles beiseite geschafft? Oder ist das jetzt alles weg? Unser Ruf wird immer schlimmer. Die Überzeugungskunst bringt auch nichts mehr. Alles für den Arsch. Bald guckt uns keiner mehr im Arsch an. Weil es am Anfang noch geschaut, oh, bitte sehe uns keiner. Dann laufen wir natürlich genau in den Aufenthaltsraum von den Mönchen rein. Oh, das gibt's doch nicht, Herr im Himmel. Tut mir leid, dass ich in deinem Haus geklaut habe, aber ich hab's abgesessen. Wir reiten ja schon bei dem Müller. Das kann es wahrscheinlich überhaupt keiner mehr leiden, ne? Oh, doch, jetzt auf jeden Fall mehr wie vorher. Was ist denn jetzt passiert? Ist das hier nervig? So, wir haben nicht geschlafen, wir haben nichts zu essen. Geht's mal wieder ins Kloster und von da machen wir dann die Schnellreise bei den reiten wir bei den Müller. Aber ich muss jetzt erstmal was essen und schlafen. Haben wir hier eine Zeit verplempert die letzte Zeit? Wahnsinn, das ist Wahnsinn. Wortwörtlich, warum schlägst du mich in die Hölle? Hölle, Hölle, Hölle. Oh, Herr, gib mir Kraft. Ja, das war nicht so geplant. Warum musste ich auch da reinlaufen? Ich hätte nicht gedacht, dass die Wachen rufen. Das hätte ich echt nicht erwartet. Wie viel Energie haben wir noch? Oh, nur 40. Ja, dann gönnen wir uns erstmal eine Mütze voll Schlaf.
Das passt auf jeden Fall. Da müssen wir halt eben gucken, dass wir schnellstmöglich zum Müller kommen, unsere Sache abliefern und dann weiterziehen. Falls nicht dann noch ein Müller-Auftrag auf uns wartet. Ist natürlich dann die Frage, ne? Das hatte ich echt nicht einkalkuliert. Sind wir auf jeden Fall wieder total gebatscht. Aber mal wieder nach langer Zeit im Kerker, das hatten wir auch schon lange nicht mehr. Aber es ist gespeichert. So. Toll, mein Pferd hat natürlich nichts im Inventar. Scheiße. Also war alles umsonst. Ein paar Sachen, die sich aber nicht wirklich lohnen. Das ist jetzt äußerst ärgerlich. Naja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, ne? Man kennt es. Ich hab's gewagt und ich bin voll auf die Fresse gefallen. Das hier hätte ordentlich Geld gegeben. Schade eigentlich. Ich muss etwas zu essen besorgen. Langsam knurrt der Magen. Ja, ich weiß aber gerade nicht wo. Das ist ganz schön tief hier. Manchmal könnte ich ihn ermorden, aber hier ist ja der Übergang. War ja nochmal sehr schlau von mir. Hoffentlich hat der Müller was zu essen. Schade eigentlich. Aber was lernen wir da draus? Leg dich nicht mit Mönchen an. Früher waren wir öfter im Knast. Ich gehe nur mal hinschauen, ob die hier vielleicht was zu essen haben und dann geht's weiter zum Müller. Ich hab nämlich Hunger. Was zur Hölle war das? Hau ab, oder ich hetzte die Wachen auf den Hals. Ja, ich bin ja schon weg. Ich musste echt nur was essen. Ausgehungert, hör mal. Aber immerhin können uns jetzt die Sasau-Leute wieder besser leiden. Vielleicht haben sie ja was gegen die Kirche. Oder wir haben unsere Strafe verbüßt im Knast, deshalb können sie uns auf einmal leiden. Man weiß es nicht, ne? Fragen über Fragen. Aber mir soll es recht sein. Wo ich die Sachen doch liebe. Ich war wieder zu gurig. Ich war wieder zu gierig. Ich hätte am Anfang direkt gehen sollen. Ich hatte so viel Zeug. Nein, oh nein. Der Herr Lars, das reicht natürlich nicht. Wir brauchen mehr. Ich hätte es mir denken können.
Aber immerhin haben wir den Auftrag erfüllen. Haben wir so eigentlich noch alle Ausrüstung? Ich glaube, da war nichts geklaut, ne? Zu deinen Dienst. Hier sind die Spuren. Wunderbar. Für die 250 Groschen. Und der Ruf hat sich verbessert. Ich habe hier Dinge, die. Aha. Es ist mal wieder am Speichern. So, und damit sind wir hier fertig. Dann geht es jetzt per Schnellreise nach Rathai. Verhökern wir bei dem einen Müller alles. Und dann geht es zu dem anderen. Da müssen wir auf jeden Fall erstmal ein Schläfchen einrichten. Und dann haben wir die Mülleraufgaben auch schon erledigt. Einwandfrei. Ich würde mal sagen. Heute läuft es bis auf die Aktion mit dem Kloster natürlich. Das war also ziemlich unnötig. Ist halt eben blöd, was ich finde, dass man die Schnellreise nicht zum Beispiel abbrechen kann. Man kann hier alles abbrechen, ne? Nur die Schnellreise nicht. Wenn jetzt zum Beispiel sich denkt, oh, hier könnte ich hin, ne? Warum kann ich nicht hier abbrechen? Das ist ein bisschen blöd gemacht. Ich möchte halt eben. Ich wollte eigentlich gar nicht so lange aufholen. Ich möchte halt eben aber noch sehen, was wir noch in Pribislavitz machen können. Gut, man muss auch sagen, die Mönche hätten uns echt nicht verpetzen müssen. Das war sehr gemein. Auch wenn wir ein paar von ihren Goldkreuzen gestohlen haben. Ich meine, sollen es mal nicht übertreiben. Oh, wir müssen auf jeden Fall essen und schlafen und Geld machen. Minz, jetzt kommt wieder gleich das Rathaya-Turnier. Der Klassiker. Ich frage mich, wann das andere DLC anfängt mit dem Liebhaber. Da mit unserem kleinen Oberprinz. Weiß auch gar nicht aktuell, was wir überhaupt für eine Hauptquest haben. Da müsste ich jetzt echt erstmal schauen. Oh, Entschuldigung. So. Ah, immer noch die Fälscher-Sache da. So, dann gehen wir erstmal in unsere Truhe leer räumen. Und was essen.
So, ich glaube, das reicht. Bevor wir noch umfallen. Wo ist denn der... Oh, toll. Der steht natürlich jetzt ganz weit weg. Dass wir uns auch ja bewegen können. Voll gestopft wie der Truthahn. Ja, komm mir nur nicht entgegen. Das wäre ja zu viel verlangt, mein Freund. Ich mache dich immerhin reich. Gott segne dich. Aber das hat er, glaube ich, schon vergessen. Da ist ich habe hier Gott behüte dich. Vermögen des Händlers 1000, will er mich verarschen? Dafür hebe ich alles ab. Toll, jetzt sind wir schon drüber. Es fängt ja schon super an. Reden wir über den Preis. Hier. Na so. Ja, wir gehen mal bei den anderen Müller, der hat ja auch noch was. Und im Notfall kommen wir dann einfach hier wieder zurück. Toll, jetzt bin ich schon noch zu fett für aufs Pferd zu steigen. Herr im Himmel, gib mir Kraft. Ich hätte gedacht, der hier hätte mehr. Habe ich echt gedacht. Also es gab Zeiten, da hat er auf jeden Fall mehr zu bieten. Wir versuchen es mal jetzt wieder. Nein, du hättest besser mal mehr Geld bei dir. Ist ja ein Frechheit. Oh. Ich war mal da, da hatte der knapp 10.000. Jetzt hat er 1.000. Ist eine Riesenfrechheit. Ja, wir sind immer noch zu voll. Eieiei, das gibt's doch nicht. Und lächerliche 2000 Groschen, Hammer. Ist das ein Scheiß?
Ah, jetzt müsste es aber eigentlich klappen. Weil ich glaube, so schwer beladen bin ich tatsächlich schon mal geritten. Kannst dich aussetzen und überladen bist. Seit wann geht denn das nicht mehr? Es war heute ein neues Update da. Wirklich. Ah, Moment. Wir haben ja nicht ohne Grund ein Pferd. So, dann reiten wir jetzt mal noch zum Müller, also zu einem anderen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nach der Folge. Dann schneide ich nämlich gerade wieder das raus, dass ich die Schnellreise mache. Dann sehen wir uns nach der Folge direkt in Pribislawitz. Dann geht das ein bisschen fixer. Aber das finde ich jetzt blöd mit dem Update, dass sie das hier weggemacht haben, dass man mit Übergewicht. Bin ich schon wieder müde? Ah ja, ich war ja noch gar nicht schlafen, Entschuldigung. Das finde ich jetzt ein bisschen scheiße, dass sie das so gemacht haben, weißt du? Hat man ein bisschen Übergewicht, kann man nicht mehr reiten. Vorher ging nur die Schnellreise nicht, das war ja in Ordnung. Aber Maya. Ich hätte eigentlich auch direkt da schlafen können und dann wäre ich hier hingeritten und von da aus nach Pribislawitz. Aber das ist halt eben nicht der hellste. Müssen wir nachher wieder zurück. Ja, was willst du machen, ne? Schauen wir mal, wie viel Geld der am Start hat. Dürfte aber auch nicht so viel sein. Pferd. Ich habe hier. Vermögen des Händlers 1000. Was ist hier nur los? Das haben die 100% auch begrenzt. 100%. Sind wir schon drüber. Mir egal, verhökern, ne? Lässt sich was am Preis. Hier. Nun denn? Ja, ist unser Ruf jetzt eigentlich überall so schlecht? Nein, Skalitz, da sind wir noch hoch angesehen. Und natürlich bei uns. Ich habe Stefan. Du bist unglaublich. Hier. Alles Gute. Es hat schon mal gespeichert, das ist nicht schlecht. Und unser Ruf ist wieder verbessert. Ich glaube, das mit dem Ruf haben die aber auch neu gemacht, oder? Das war, glaube ich, vorher auch nicht so.
So, dann können wir jetzt wieder alles in die Satteltasche laden. Das Update hier, das gefällt mir bis jetzt nicht, wenn es so ist. Der Ruf verschlechtert sich schneller. Glaube ich zumindest mal. Also ich war noch nie so schlecht mit dem Ruf. Und man kann ihn halt eben wieder verbessern, aber ich verbessere den Ruf eigentlich nur bei Gaunern und bei Betrügern. So, und dann pennen wir jetzt hier. Ich hätte echt gedacht, wir machen hier fette Beute. Und was ist? Nix. Wie gesagt, wir sehen uns dann gleich in Pribislawitz wieder und danach geht es dann wieder direkt zurück nach Ratay, weil dann machen wir da nämlich die Hauptquest mal weiter, weil ich glaube, von den Nebenquests haben wir, glaube ich, fast alle gemacht. Was heißt fast alle, aber auf jeden Fall mal die interessanteren. Ah nein, die Hasenjagd, stimmt, die Hasenjagd haben wir noch vor uns. Das habe ich total vergessen. Stimmt. Aber das liegt ja eh in der Nähe. Was ist B und C? Ah, oh ne, okay. Das ist bei Teilenberg, ist okay. Ah, ja. Nein, aber wir haben viel vom Spiel bis jetzt eigentlich durchbekommen, muss ich sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so weit kommen. Ich hätte eigentlich eher gedacht, dass ich vorher in den Wahnsinn getrieben werde, besonders durch die erste Schlacht. Aber das Vermögen von den Typis hier, das ist mittlerweile eine Frechheit. 1000. Ich glaube, so wenig hatten die noch nie gehabt. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich in Talmberg, sage ich, in Pribislawitz. Und das mit der Energie. Hä, ich verstehe nicht, warum nimmt die Energie ab? War die nicht gerade eben am Anfang höher? Ich hätte hier mit der Energie normal auf 100% sein sollen. Irgendwas haben die da komisch gemacht. Oder sind wir jetzt auf 100? Irgendwas ist auf jeden Fall komisch. Aber wie gesagt, ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich in Pribislawitz wieder, weil da reite ich dann nämlich jetzt hin. Bis dann. Ciao, ciao.